Mein Name ist Alfred Kaufmann, ich bin dort der Leiter des Sozialen Jugendamtes und in dieser Funktion auch zuständig für die Kitas in der Stadt Konstanz. Wir sind zunächst sehr betroffen über den Schaden, der im Kinderhaus St. Martin entstanden ist durch das Hochwasser. Es war erschütternd, ich war selber vor Ort mitzuerleben, wie hilflos man so einer Wetterlage ausgeliefert ist. Mein Dank zunächst an die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk, die dort mit Kräften noch Schlimmeres verhindert haben. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Träger des Kinderhauses St. Martin der katholischen Kirchengemeinde und in besonderer Weise dem Team des Kinderhauses St. Martin für die enorme Arbeit, die sie geleistet haben am Samstag. Aufräumen, aufstocken, alles aus der Schusslinie nehmen. Und wie zielstrebig und professionell sie auch jetzt dran gehen, Ausweichräumlichkeiten zu generieren und dort dann möglichst zum Beginn der nächsten Woche wieder mit der Betreuung beginnen zu können. Wir seitens des Sozial- und Jugendamtes unterstützen die katholischen Kirchengemeinde mit Kräften bei der Suche nach Räumen oder anderen Notwendigkeiten, die sich jetzt aus diesem Schadensfall ergeben werden. Wir sind zuversichtlich oder wir haben eine feste Zielsetzung, dass wir zum Beginn der nächsten Woche die Betreuung wieder aufnehmen können. Vielen Dank an der Stelle auch an die Eltern des Kinderhauses St. Martin, die jetzt diese Last auf sich nehmen, eine Woche lang ihre Kinder anderweitig betreuen zu müssen. Das spornt uns an, ein entsprechendes Provisorium zu generieren.